Auf los geht's los. Viel Vergnügen bei deinem Lightning Talk. Ja, vielen Dank. Nachdem das ja leider mit der Summer School bei mir nicht so richtig gut geklappt hat, freue ich mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, in diesem Rahmen meinen Lightning Talk zu halten und euch ein bisschen was zu erzählen über das Thema Internationalisierung on the Web und das dann konkret am Beispiel eines Online-Vorkurses, den wir im Rahmen von ELLI entwickelt haben. ELLI steht für Exzellentes Lehren und Lernen in den Ingenieurwissenschaften und ist ein Verbundprojekt im Rahmen des QPL. Beteiligt sind daran die RWTH Aachen, die RUP und eben die TU Dortmund, von der ich komme. ELLI hat vier Kernbereiche. Einer davon ist das Thema Globalisierung und in diesen Kernbereich gehört eben auch der Vorkurs. Wir haben festgestellt, dass die Arbeitswelt von angehenden Ingenieurinnen und Ingenieuren immer globaler und internationaler wird und entsprechend sollte das Thema natürlich auch irgendwie eine Rolle im Studium spielen. Optimal ist es, wenn Studierende eigene Erfahrungen machen können, Auslandssemester oder ein Praktikum im Ausland. Das klappt aber leider nicht für alle. Und wir haben uns überlegt, wie kann man das denn auffangen, wie können wir das machen und haben festgestellt, dass eben da die Digitalisierung ganz tolle Möglichkeiten bietet. Das heißt, wir können über das Internet Lehrveranstaltungen machen, ich kann mit Studierenden in anderen Ländern zusammenarbeiten, während ich zu Hause auf meinem Sofa sitze. Und wir haben eben gesagt, wir würden gerne moderne Kommunikationsmittel nutzen, damit Studierende zusammenarbeiten, voneinander lernen, also Internationalisierung on the Web betreiben. Umgesetzt haben wir das Ganze im Rahmen eines internationalen Masterstudiengangs, dem MMT, Manufacturing Technology, hier an der TU Dortmund. Wir haben einen Vorkurs entwickelt, der vollständig online stattfindet und an dem die Studierenden eben noch aus ihren Heimatländern teilnehmen. Wir machen das als Webkonferenz, ganz ähnlich, wie wir es jetzt hier gerade machen. Und am Ende wird auch noch ein Remote-Labor eingesetzt, was ich nachher noch mal kurz vorstellen werde. Inhaltlich orientiert sich der Kurs am Kompetenzmodell des Global Competent Engineers. Da gibt es drei Dimensionen. Einmal den lokalen Bereich, also bezogen auf das Heimatland, wo man ist. Es gibt den globalen Bereich, da geht es um das Rollenverständnis in unterschiedlichen Kulturen von Ingenieurinnen und Ingenieuren und natürlich für Ingenieure auch was Technisches. Fachlich, also wir gucken darauf, dass in dem Kurs sowohl fachlich als auch überfachliche Kompetenzen adressiert werden. Und wir wollen eben erreichen, dass ein echter kulturübergreifender Austausch stattfindet. Das machen wir dadurch, dass wir immer wieder technische Themenstellungen verbinden mit dem Thema Nachhaltigkeit, Ethik, Technikfolgenbewusstsein und die Studierenden darüber diskutieren lassen. Methodisch haben wir verschiedene Aspekte eingebunden, die uns von Lehrenden zurückgemeldet worden sind, was eben besondere Herausforderungen und Schwierigkeiten für die Studierenden sind, die an dem Kurs teilnehmen. Und daraus hat sich ergeben, dass eben ein Schwerpunkt ist, dass die Studierenden sehr selbstständig arbeiten sollen, sie sollen in Gruppen arbeiten, sie sollen eigenständig recherchieren, präsentieren und diskutieren und machen das eben in verschiedenen Modulen im Kurs. Besonderes Highlight im Kurs, das hatte ich ja gerade schon gesagt, ist der Einsatz eines Remote Labs. Das ist ein ferngesteuertes, reales Experiment hier im Institut für Umformtechnik und Leichtbau, was von den Studierenden über das Internet bedient wird. Der Roboter legt in eine Probe in diese Prüfmaschine ein, die man da sieht. Die wird langgezogen, bis sie zerreißt und es werden dabei Messwerte aufgenommen, die die Studierenden dann nutzen und auswerten. Wir machen das Ganze in Adobe Connect, das sieht so aus wie hier rechts. Die Studierenden haben eine Aufgabenstellung und müssen die eben in Teams bearbeiten und brauchen dafür die Messwerte, die sie da aufnehmen. Man sieht ein Live-Kamerabild und man sieht live die Daten, die aufgenommen werden. Die können runtergeladen und anschließend ausgewertet werden. Und die Studierenden erstellen dann in Gruppen einen Bericht zu dem, was sie da eben gemacht und gemessen haben. Ich glaube, das sind jetzt mehr als 20 Sekunden. Aber ich rede einfach, ja, wunderbar. Wir haben bei der Durchführung des Kurses natürlich auch schon ein paar Lessons learned gesammelt. Und die bezieht sich zum einen natürlich darauf, dass die digitale Interaktion was anderes ist. Also wenn ich hier vor der Kamera sitze, ist es was anderes, als wenn ich im Seminarraum stehe. Und bei den Studierenden war es eben besonders, dass unterschiedliche Kulturen anders mit Kritik umgehen. Ja, und der Kurs hat inzwischen viermal stattgefunden. Ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht. Es haben 74 Studierende bisher daran teilgenommen. Die Frauenquote ist mit 15% doppelt so hoch wie im Rest der Fakultät. Und wir sind wirklich international, 23 Länder, einmal komplett um die Erde. Es kommen dieses Jahr übrigens noch zwei weitere Länder dazu. Wir haben den Kurs natürlich auch evaluiert und dabei festgestellt, dass unsere Studierende profitieren, die noch keine interkulturellen Vorerfahrungen gemacht haben. Die Studierenden sagen immer wieder, das Besondere war eben dieses miteinander diskutieren und auch das Besondere, das eigenständige Arbeiten, auch im technischen Aspekt,
bei der Planung des Experiments mit dem Remote-Labor. Das kennen Sie oft aus Ihren Studien noch nicht. Und ja, es gibt noch andere Rückmeldungen, die man nicht in Zahlen abbilden kann, die mir aber ganz besonders wichtig sind. Ich habe euch hier zwei Zitate mitgebracht von Studierenden. Sie erzählen immer wieder, dass der Kurs dazu geführt hat, dass sie einfach weniger Angst haben, nach Dortmund zu kommen. Das heißt, sie lernen sich vorher schon kennen, sie kommen nicht komplett in unbekanntes Gebiet und haben sich auch schon vorher mal auf einen Kaffee verabredet. Und das war auch schon der Schnelldurchgang durch den Vorkurs. Nach dem Turbo freue ich mich sehr, dass wir jetzt Zeit für ganz viele Fragen und Diskussionen und Austausch haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Da seht ihr nochmal meine Kontaktdaten und ich freue mich auf alles, was kommt und würde sagen, Feuer frei.